Ach ja. Jetzt bereust du sicher einiges von dem, was du gesagt hast. Stimmt. Angefangen bei, du kannst ja trotzdem bei mir wohnen. Dies ist der finale Abschied. Zum Jubeln ist es noch zu früh. Nichts von dem, was du sagst, kann mich jetzt noch aufhalten. Ein Glück. Dann kann ich zumindest nichts Falsches sagen. Es ist zu spät. Du kannst mich noch so sehr bitten. Ich werde dich nicht mitnehmen. Kann ich das schriftlich haben? Warum bist du hier? Hast du etwa immer noch Hoffnung, dass ein Wunder geschieht? Ein Wunder wäre es, wenn du tatsächlich endlich verschwindest. Aber wenn es wieder einmal nicht klappt, sehe ich wenigstens, wie du dich verletzt. Ja, das klingt doch... Ja. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Dann wollen wir mal. Schweißbrenner, Lunde. Jetzt wird's spannend. Und Horrido! Ah ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Hasebossen, Babelschussen... Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nieten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Willkommen auf den Oregon. Oregon? Ja, Oregon-Kreuzer. Und Poki meldet sich schon wieder. Na, das hat ja super geklappt. Wir sind an Bord des Organon-Kreuzers, also auf einem der wichtigsten Zwischenschritte auf dem Weg, auf Rufus' Weg nach Elysium. Und dieser Raum ist auch deswegen so unglaublich wichtig, weil hier natürlich die weibliche Hauptperson eingeführt wird. Und zufälligerweise habe ich sie direkt neben mir hier stehen im Studio. Und das ist die Goal. Hallo, Goal. Hallo. Und vielleicht könntest du einfach mal so aus dem Bauch raus erzählen, wie das damals so war, als du Rufus kennengelernt hast. Gerade diese brenzlige Situation, wie du die so überstanden hast. Also mir wurde gesagt, es werden mir Texte vorgelegt. Ach so. Oh. Du dachtest, wir schreiben Texte und organisieren das Ganze. Nee, also eigentlich haben wir jetzt das eher so gelöst, dass wir gedacht haben, scheiße. John, sag mal, du hast mir gesagt, ich brauche keine Texte zu schreiben. Hast du das nicht gesagt? Nein, Poki, ich habe gesagt, du musst Texte schreiben. Das hat er hat gesagt, ich brauche keine, ich habe das noch ganz genau im Ohr. Meisterleistung, mein Lieber. Es ist ja auch egal, es ist gerade viel zu spannend, um unseren natürlich sehr gut vorbereiteten Entwicklerkommentaren zu lauschen. Ich kann das verstehen, wenn ihr unbedingt gleich weiterspielen wollt. Ja, also, da wurde auch schon die nette Goal vorgestellt. Rufus, ich glaube, das ist... Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Ja, dann greifen wir darauf mal zu. Was haben wir hier? Reiseproviant. Socken. Auf die Zahnbürste. Was? Zahnbürste. Was haben wir hier so Schönes? Mir fliegt jetzt schon Dreck zwischen die Zähne. Ich lasse ihn mal lieber zu. Und ich sehe da etwas, was man eventuell... Da sind schon genug Ölflecken drauf. Oh. Ein gut geöltes Getriebe. Au, der Draht bohrt sich in mein Fleisch. Ich bräuchte so etwas wie... Hat hier irgendjemand zufällig einen Seitenschneider? Tja, Rufus. Hättest du.
Ich spare mir meine telekinetischen Kräfte. Okay. So, und die Hebel können kommen wir noch nicht. Okay. Wir haben Wasabi-Nüsse. Und ein Sockenpaar. Das ist. Ja, ich. Ein gut geöltes Getriebe. Ja, ich weiß genau, was man hier tun muss. Hey, ganz schön aggressiv das Ding. Solange er aktiv ist, kriege ich ihn nie zu fassen. Okay. Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Hey, solange er aktiv ist. Keine Chance. Das Zeug habe ich gerade. So viel habe ich. So. Auf jeden Fall müssen wir es erstmal verstopfen hier. Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Na, schau sich einer die Beißerchen an. Ich lass ihn mal lieber. Nee, das war keine gute Idee. Ein Draht geht dahinter, führt ein Schacht nach. Der Arm, na schau sich an. Nicht da noch ein paar weiter reinkippen? Ich kann ein paar nachkippen, aber. Hey, ganz schön aggressiv, solange er. Und schon haut er wieder ab. Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich viel. Ah. Okay. Machen wir mal das hier. Denn diese Klappe. Und haben den Wartungsarm. Mit dem Wartungsarm können wir die Luke öffnen. Mir fisch lassen. Nee. Die Luke öffnen. Oh. Das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Orgamon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Kletis davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Okay. Unser nächstes Ziel. Goal retten. Ja, dann machen wir das mal. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Sie ist echt heiß. Sie passt zu mir. Ach, da steht sogar schon. Das ist der gute Argus. Einen Schritt näher und das Gemetzel. Einen Schritt. Einen Schritt. Ich spare mir mein. Ich. Oh, in. Hauptsache, jetzt können wir in die Luke klettern. Aha! Nehmt das! Nein! Nicht! Ah. Was ist das? Ah! Oh. Das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Orlos? Das war der falsche Hebel. Dafür müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pschu, pschu, tschat, tschat, tschat. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Oh. Au.
Aua. Hat das Spiel Controller Unterstützung? Ich war so nah dran, aber nein. Was zum Henker? Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch. Ja. Immer das mit den Gutmenschen. Aber wir müssen jetzt erstmal Gold finden und dann einen Plan spielen, um wieder zurück zu nach Elysium zu kommen. Kapitelübersicht. Ah, Goodbye Deponia, Chaos of Deponia. Gut, dann gucken wir uns erstmal das Schwarz. Frau Hinkel vermisst ihren Dackel. Ach, der findet sich schon wieder ein. So viel Kerosin war ja jetzt auch nicht in der Turbine. Verschlossen. Wahrscheinlich lässt sie sich von innen öffnen. Die Scheibe ist völlig verdreckt. Dahinter hängt ein Schild. Vielleicht der Name des Fahrers. Puh, das könnte alles heißen. Na toll. Die Karre ist Schrott, aber das Schloss funktioniert noch. Freigegeben ab 6. Wie langweilig ist das denn? Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Wenn überhaupt, hat ihn das nur noch mehr gelangweilt. Anscheinend. So. Halt, Poki will noch was von uns. Oh ja, das ist der Screen vor dem Stadttor. Oh, an dieser Stelle muss ich, glaube ich, einfach mal auch eine Entschuldigung in Richtung Rufus loswerden, weil wir ihm ja im Verlauf der Deponia-Trilogie schon sehr, sehr übel mitgespielt haben. Wir hatten ja gedacht, so, was finden wir denn besonders lustig, wenn wir schon ein lustiges Spiel machen? Und besonders lustig ist es ja auch immer, wenn sich jemand wehtut. Deswegen haben wir hier auch rechts dieses Kaktusfeld reingezeichnet, das Rustler schon ausgiebig erforschen durfte. Der mechanische Bull ist natürlich eine zweite Sache. Und möglicherweise passiert auch später, oder vielleicht ist es euch auch schon passiert, etwas mit der Autobatterie dieses Trucks hier im Vordergrund und der Batteriesäure, die dazu gehört. Also in aller Form, Rufus, Entschuldigung für diese Rosttour, die wir dir da auferlegt haben bei den Arbeiten an Deponia. Also zunächst mal entschuldigen bitte privat, jetzt nicht hier, wenn die User zuhören. Das kaufe ich nicht, da reden wir nochmal in Ruhe drüber. Ich bin an dieser Sache hier, wenn ich das erzählen darf, auch ein bisschen selber schuld. Ich bin um eine Anregung gebeten worden, wie dieses Setting aussehen soll. Und ich habe dann den Tipp gegeben, vor der Polizeiwache von Kommissar Hunter in den lustigen Taschenbüchern. So in der Art, diese beiden Lampen an der Seite mit diesem Treppchen. Und dann hat irgendjemand mich verarschen wollen und hat dann ein Foto vom Hobbyraum meines Vaters gefaxt. Und so sieht es auch aus. Es ist verblüffend. Ich habe einen richtigen Schreck gekriegt. Und es war auch ungefähr so angenehm wie meine Besuche im Hobbyraum meines Vaters. Ja, schade, dass wir die Szene mit dem Hobbyraum tatsächlich auch weggekürzt haben. Das gehört ja auch ein bisschen zur Vorgeschichte. Aber vielleicht wäre das mal tatsächlich Material für ein Prequel. Du willst mich nicht verstehen. Wir haben die nicht weggelassen. Ich habe genau das auch dann erleben müssen. Ja, aber fürs Spiel. Sogar die Autobatterie ist von der gleichen Marke. Also es hätte nicht Not getan, das so genau zu befolgen. Aber jetzt ist es ja nun auch nicht mehr zu ändern. Ja, zu spät. Ja. Ja, immer diese schönen, lustigen Gespräche zwischen Poki und Rufus. Und wir wollen mal zum Dorf kehren. Was ist denn hier los? So einen Andrang am Rathaus hat es nicht mehr gegeben seit der Bürgermeister eine Steuer auf mangelndes politisches Engagement erheben wollte. Okay, aber was machen wir natürlich als erstes? Und wieder ein großer und schwieriger Screen. Das ist ja quasi der Verteiler-Screen. Und auch zu diesem Screen gab es wieder ein frühes Scribble von mir, das ich noch sehr gut im Kopf habe, wo ich auch tatsächlich die Optik der Häuser etabliert habe. Darauf bin ich mich ganz stolz, dass ich halt irgendwie gesagt habe, diese beigen Fassaden mit den goldenen Dächern. Da hatten wir uns übrigens im Vorfeld sehr viel Gedanken zu gemacht, der Micha und ich, und haben gesagt so, ja, woraus bauen die sich jetzt eigentlich ihre Häuser, und haben tatsächlich so eine Art Abrissbagger, so Kräne, so Müllbeseitigungsfahrzeuge, riesige, haben wir konzipiert.
und die dann auseinandergenommen. Und die Einzelteile von diesen Baggern, die man nie irgendwo sieht, die haben wir hier verwurstet, um, ja, damit sie für die Dächer der Häuser herhalten. Das finde ich doch schon ziemlich spannend und lustig. Auch hier in diesem Screen gab es einen kleinen Kampf zwischen mir und dem Bade, meinem Head of Game Design, der die ganze Flut von Ausgängen und insbesondere den Ebenenwechsel nach vorne in Richtung Tonis Laden rechts im Bild zu sehen oder nach links oben zum Wasserturm und so weiter. Das hat uns scripting-technisch so viel Mühe gekostet, das halt sauber einzuarbeiten, dann so die Laufwege so lang und so weiter. Und der hat immer die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt, so, oh, Poki, das kannst du nicht bringen, dieser Screen, der ist einfach vollkommen furchtbar. Ich wollte halt erzählerisch und inhaltlich, wollte ich halt auch diese Totale einfach haben. Also diesen großen Verteilerscreen, der quasi wie eine Karte fungiert, aber eben doch einfach ein Screen innerhalb der Erzählung ist. Und da habe ich mich mal durchgesetzt. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt zum Besseren des Spiels gewesen ist. Eigentlich soll ich ja immer auf Bade hören. Ich sollte immer auf Bade hören. Tja, hättest du mal auf Bade gehört. Aber, womit fangen wir mal an? Ach, wir gehen mal ins... oder können wir mit den Leuten hier... gehen wir mal ins Rathaus. Immer der Reihe nach. Ziehen Sie sich eine Wartenummer und der Bürgermeister wird sich bald um Sie kümmern. Was ist denn hier los? Wurde das Glas mit den Erdnüssen aufgefüllt? Eine Frau ist aus dem Himmel gefallen. Es heißt, sie soll wunderschön sein. Der Bürgermeister soll nun entscheiden, wer sie bei sich aufnehmen soll. Tja, das dürfte ihm nicht so schwer fallen, nachdem er meine Geschichte gehört hat. Ich habe das Mädchen vor dem finsteren Fiskus gerettet. Ich trage die Verantwortung für sie. Netter Versuch, Kumpel. Aber ich habe auch eine gute Geschichte vorbereitet. In meiner kommt sogar ein Drache vor. Also stell dich hinten an und zieh dir eine Nummer, wie alle anderen auch. Ja, dann, ja. Ziehen wir uns mal eine Nummer. Nummer 66. Fast schon meine Glückszahl. Ja. Lobo, Gonzo und Meatcake. Selten so dämliche Hüte gesehen. Der Bürgermeister will was entscheiden? Wer sie, aufnimmt? Lothek meint, das Mädchen soll der Dorfgemeinschaft, eingegliedert werden. Und irgendwer wird sie gesund pflegen müssen. Ich hoffe, der Bürgermeister wählt mich. Sie könnte mir in den Schlammgruben helfen. Seit ich mir beim Rostschrubben die Fingerkuppen aufgeschlitzt habe, neige ich zu Nagelbettentzündungen. Du willst, dass sie für dich rostschrubbt? Das ist empörend. Wieso? Wozu brauchst du das Mädchen denn? Rufus? Rufus. Was? Das Mädchen gehört zu mir. Das hat immer noch der Bürgermeister zu entscheiden. Ja. Wie komme ich zum Bürgermeister? Ganz einfach. Zieh dir eine Nummer und stell dich hinten an. Könnt ihr mich vorlassen? Ich hab's ein bisschen eilig und... Ach so. Na dann. Willst du meinen Stuhl haben? Sollen wir dir was zu trinken holen, während du wartest? Wir könnten dir auch einen Kuchen backen. Echt? Ich mag Kaktuskuchen, aber keine Rosinen bitte. Und, ach so, Mist. Jetzt habe ich Hunger. Tja. Im Ernst, lasst mich vor. Hör mal, Rufus, das war eben kurzwitzig. Jetzt ist es halb nervtötend. Und halb traurig. Wo ist das Mädchen jetzt? Sie liegt im Sitzungssaal. Dr. Gizmo ist bei ihr. Sie ist angeblich bewusstlos. Ich hoffe, ihr ist nichts Ernsthaftes zugestoßen. Ich auch. Mit gebrochenen Armen kann man keine Auspuffrohre stapeln. Nette Hüte. Habe ich da einen Trend verschlafen? Der Dachdecker hat auf Hutmacher umgesattelt, weil es seit Monaten nicht mehr geregnet hat. Verstehe. Und die Hosen kommen sicher von dem Typen, der vorher Abdeckplanen hergestellt hat, richtig? Hey, die hat mir meine Frau genäht. Oh. Wow. Ich verschwinde. So, dann gehen wir mal zu Lotti.
Jedes Amt braucht eine gute Seele. Vielleicht sollte das mal jemand dem Bürgermeister sagen. Hallo, Lotti. Du auch noch? Herrje, was ist heute bloß für ein Tag? Wo ist die Frau aus Elysium? Prinzessin Wunderbar? Die liegt im Sitzungssaal. War ja klar, dass du auch ihretwegen hier bist. Es ist so typisch. Da fällt eine wunderschöne Frau vom Himmel und verletzt sich schwer. Und schon wollen ihr alle helfen. Flittchen. Ich will zum Bürgermeister. Das wollen alle. Zieh dir eine Nummer und warte, bis du aufgerufen wirst. Kannst du mich nicht ausnahmsweise vorlassen? Jeder wird aufgerufen, wenn seine Nummer dran ist. Keine Ausnahmen. Nicht mal für mich? Für dich ganz besonders nicht. Aber in der Schlange bewegt sich ja gar nichts. Wer ist denn als nächstes dran? Die Nummer 62. Ich glaube, das war Wenzel. Wenzel hat sich auch beworben? Aber Wenzel ist nicht hier. Es geht der Reihe nach. Und der nächste ist Wenzel. Keine Ausnahmen. Ach, schön. Ich möchte meinen Wohnsitz abmelden. Auch wenn das hier einige Leute freuen dürfte. Also, mich. Heute ist es unmöglich. Der Bürgermeister ist zurzeit sehr beschäftigt. Bin ich jetzt endlich dran? Nein, die Nummer 62 ist nach wie vor dran. Wenzel. Genau. Wenzel. Ich verschwinde. Lass dich nicht aufhalten. Ach, Lotti. Ja, Poki, was hast du dazu zu sagen? Ja, jetzt sind wir endlich im Rathaus und damit bei einem Charakter, der halt im Prinzip von Anfang an eigentlich nur als so ein kleiner Nebencharakter gedacht war und auch sehr stark noch immer in der finalen Version, in der schönen, in Anführungszeichen, schön durchanimierten Fassung halt immer noch sehr stark an mein sehr grobes Skribbel erinnert, das ich als Briefing quasi schon mal in den Raum reingezeichnet hatte. Und das ist Lotti. Wunderbar vertont von dem begabten Daniel Wellbart. Ja, ich selbst hatte ehrlich gesagt, weil Lotti ist halt wirklich schon eine Randfigur gewesen bei Deponia und auch, dass sie später nochmal wieder auftaucht, so viel darf ich vielleicht schon mal vorweggreifen in einem der späteren Teile, war nicht von Anfang an geplant. Und keine Ahnung, warum gerade dieser Charakter halt so viel Anklang gefunden hat. Und das tatsächlich nicht nur bei Leuten, die sich halt irgendwie auch über YouTube bei Let's Plays halt irgendwie informiert haben und zuckersüß fanden, wie sich unser Lieblings-Let's Player Gronkh halt in Lotti verliebt hat. Das war sehr entzückend. Sondern eben auch tatsächlich in der Presse und auch in der internationalen Presse ist Lotti halt zumindest immer aufgefallen. Und ich weiß tatsächlich, dass ich eine Mail sehr, sehr lange beantwortet habe. Da habe ich mir sehr viel Zeit und sehr viel Mühe genommen von einem aufgebrachten Kunden, der tatsächlich ungehalten darüber war, dass wir uns in Deponia über transsexuelle Neigungen lustig machen. Mit dem Charakter Lotti nämlich. Und das fand ich, das hat mich halt irgendwie gestört, weil Lotti ist ja eigentlich, auch wenn das ihr Falsetto zugegebenermaßen klischeehaft übertrieben ist, ist sie ja selbst gar kein lächerlicher Charakter, sondern der lächerliche Charakter ist ja immer der Rufus. Und die Leute sind halt eigentlich alle Opfer von Rufus. Und besonders schön ist, dass tatsächlich aber auch Rufus halt überhaupt zumindest keine normalen, herkömmlichen Vorurteile oder Intoleranzen hat. Ihn stören an Charakteren immer ganz andere Sachen, als es halt herkömmliche Idioten tun. Ja, denn herkömmliche Idioten zeichnen sich ja tatsächlich durch eine gewisse Intoleranz aus. Rufus ist aber ein ganz besonderer Idiot, ein Idiot der speziellen Art. Und der hat eigentlich eine sehr liberale Art der Intoleranz. Und zwar findet er alle anderen Leute dämlich. Und deswegen ist er in dieser Hinsicht eigentlich sehr, sehr liberal. Er behandelt eigentlich alle gleich. Er behandelt alle ziemlich scheiße. Ja. Und die Opfer können halt aus allen Lagern kommen. Das ist die letzte Konsequenz des liberalen Gedankens. Am Beispiel von Deponia. Herzlich willkommen. Mein Name ist Poki Pokinson. Ach, Poki.
Halt! Wo willst du hin? Ich werde mit Goal nach Elysium gehen. Dann bist du hier falsch. Durch die Tür geht es zum Bürgermeisterbüro und da geht es heute der Reihe nach. Also zieh eine Wartenummer oder verschwinde! Ist ja schon gut, dann ziehen wir halt mal eine Nummer. Jeder nur eine Nummer! Spielverderberin, glaube ich. Dann gehen wir mal zum Sitzungssaal. Goal, ich muss mit ihr reden. Sie muss erfahren, wer ihr Retter ist. Hä? Was? Rufus, musst du hier unbedingt rumschnüffeln? Hallo, Inspektor Gizmo. Das heißt, Dr. Gizmo, wie du weißt, erfülle ich alle drei Positionen der Notfallstation. Und im Augenblick bin ich Arzt. Und als Arzt habe ich ein Recht zu erfahren, was du hier bei meiner Patientin zu suchen hast. Sie ist eine Bekannte von mir. Ich wollte nach ihr sehen. Ihr Name ist Goal. Die Elysianerin ist also eine Bekannte von dir, hm? Sehr amüsant. Aber solange dein fehlender Sinn für die Realität nicht meine Arbeit behindert, nur zu. Sieh nach deiner Bekannten. Aber mach es kurz. Was? Genug Tagträume für heute. Meine Patientin braucht Ruhe. Das heißt, ich vermute einmal, dass sie Ruhe braucht. Um mir sicher zu sein, müsste sie wohl erst einmal aufwachen. Sie ist bewusstlos? Was fehlt ihr denn? Das Bewusstsein, offenbar. Für weitere Untersuchungen müsste sie wach sein. Aber keines von meinen Medikamenten springt an. Wie wär's mit einem richtig starken Kaffee? Ha! Der Kaffee, der das fertig bringt, müsste erst noch gebraut werden, mein Junge. Muss das nicht jeder Kaffee? Ja, schon, aber... Sie brauchen nichts mehr zu sagen, Dr. Gizmo. Ich habe einen Plan. Tu der Welt einen Gefallen und verschone sie mit deinen Plänen, Rufus. Deine schrägen Ideen haben noch nie zu etwas Gutem geführt. Außer, dass mir der Bürgermeister einen größeren Schrank für Krankenakten genehmigt hat. Ach ja. Oh Gott. Das wird hier... ja. Das nimmt hier ein schönes Ausmaß an. Wachmacherbrauen. Goal wecken. Ach, schöne Bädchen. Gizmo ist Arzt, Polizist und Feuerwehrmann in einem. An meinen besten Tagen wechselt er im Sekundentakt. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Wird sie wieder gesund? Um das zu beurteilen, müssten sie erst einmal wach sein. Dann wecken Sie sie doch. Das geht leider nicht so einfach. Ich habe schon jedes Aufputschmittel aus meiner Apotheke ausprobiert. Nichts war stark genug. Ich bräuchte irgendetwas noch viel Heftigeres. Etwas Heftigeres? Das klingt nach einem Job für mich. Ich bin super heftig. Ich werde sie retten. Ha. Viel Glück. Hast du zufällig ein Wunderheilmittel dabei, das sie aufweckt? So eine Art Kaffee mal 1000? Ich arbeite dran. Tu es bitte woanders. Ach, Gizmo. Worauf warten Sie? Helfen Sie ihr. Das würde ich ja gern, aber ich werde ständig von sogenannten Bekannten der Patientin gestört. Sogenannten Bekannten? Das klingt lustig. Können Sie das 1000 Mal hintereinander sagen? Warum sollte ich? Ich kann auch 1000 Mal hintereinander verzieh dich sagen, ohne dass es etwas ändert. Das kommt hin. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja. Die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können.
Diebstahl. Unmöglich. Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Gendarmerien, okay. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Okay. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast zu schön, um wahr zu sein.